Herzlich willkommen zum Vollmond in der Waage, der am 8.4.2020 am Ende der zweiten Dekade Waage stattfindet. Die Sonne befindet sich auf 18 Grad Widder, der Mond befindet sich auf 18 Grad in der gegenüberliegenden Waage. Die Widder-Waage-Achse ist die sogenannte Ich-und-Du-Achse, die Beziehungsachse des Zodiacs. Dementsprechend stehen mit dem Vollmond in der Waage nun natürlich auch Beziehungen im Fokus. Dieser Vollmond ist ziemlich komplex aufgestellt. Wir haben hier Venus, die gerade in die Zwillinge eingetreten ist, auch ein Luftzeichen wie die Waage selbst. Und wir haben hier Mars, der sich im Wassermann befindet, im dritten Luftzeichen. Wir haben hier also alle drei Luftzeichen besetzt mit dem Vollmond in der Waage. Und da die Luftzeichen die Zeichen des Intellekts sind, der Kommunikation sind, geht es in diesen Wochen nun natürlich auch sehr viel darum, uns richtig zu informieren und halt uns miteinander auszutauschen, uns wirklich ernsthafte Gedanken über bestimmte Themen zu machen, hier richtig zu recherchieren, uns mit verschiedenen Sichtweisen auseinanderzusetzen. Und die Waage ist ja ein sehr außergewöhnliches Sternzeichen, denn die Waage ist ja das einzige Sternzeichen, das weder einen Menschen verkörpert noch ein Tier darstellt. Die Waage ist ein Objekt und dementsprechend ist die Waage auch das Zeichen, in dem es um Objektivität geht. Die Waage verkörpert auch die Göttin Justitia, also die Göttin der Gerechtigkeit. Und jedem von euch wird wahrscheinlich gleich das Bild der Göttin der Gerechtigkeit vor Augen kommen, sprich eine Dame, die eine Waage in der Hand hält und die halt verbundene Augen hat. Und das Recht muss natürlich blind gesprochen werden, also will heißen, unabhängig autonom von persönlichen Vorlieben oder Abneigungen. Also was wäre ein Richter, der auch durch das Sternzeichen Waage verkörpert wird, der sich von seinen ganz persönlichen Launen oder Vorlieben und Abneigungen in der Rechtsprechung beeinflussen lassen würde? Und Objektivität bedeutet für den Menschen natürlich eine sehr große Herausforderung und je näher uns etwas geht, das sagt man glaube ich nicht so, aber ihr wisst, was ich meine, also je mehr wir uns persönlich von etwas betroffen fühlen, desto größer ist die Herausforderung natürlich, die jeweilige Situation möglichst objektiv zu betrachten. Je egoverhafteter wir sind, also je egozentrischer wir sind, desto unmöglicher wird es für uns, eine Situation objektiv zu betrachten, denn es liegt in der Natur des Egos, subjektiv zu sein. Der Widder wird von Mars beherrscht. Der Widder ist das Zeichen des Ich-Bewusstseins, des Individualitätsbewusstseins, der Ich-Durchsetzung. Im Widder geht es um unsere ganz subjektive, ganz individuelle, ganz persönliche Sicht der Dinge. In der gegenüberliegenden Waage geht es darum, uns die Dinge halt aus einer möglichst neutralen Position anzuschauen. Und wir sehen ja, was in diesen Wochen, und ich gehe stark davon aus, dass uns dieses Thema noch einige Zeit länger begleiten wird, halt beschäftigt, sprich die Corona-Krise. Ich persönlich bezeichne die Corona-Krise als eine Beziehungskrise. Und wie gesagt, die Waage ist das Zeichen der Beziehung und da ein Vollmond
ein bestimmtes Thema ans Licht holen will, also ein bestimmtes Thema in den Fokus rücken will, möchte dieser Vollmond in der Waage uns halt auch bestimmte Themen ganz klar verdeutlichen. Und wie gesagt, ich persönlich sehe die Corona-Krise als eine weltweite Beziehungskrise. Interessant ist ja, dass der Coronavirus sich in erster Linie in den Lungen festsetzt, also Lungenprobleme verursacht. In der traditionellen chinesischen Medizin haben die Lungen einen ganz direkten Bezug zu Beziehungen. Angefangen bei der Beziehung zu uns selbst, über die Beziehung zu anderen Menschen, über die Beziehung zu unserer Umwelt bis hin zur Beziehung zum Göttlichen. Und Corona heißt ja Krone. Und das Kronenchakra ist das Chakra, das uns mit dem Göttlichen verbindet und das uns halt die Möglichkeit gibt, Informationen aufzunehmen, Energien aus dem Göttlichen, aus der göttlichen Urquelle sozusagen aufzunehmen. Und da der Virus Coronavirus heißt, also sozusagen Kronenvirus heißt, sehe ich das als ein weiteres Zeichen, dass es hier nicht nur um die eben genannten Beziehungen, also sprich die Beziehung zu uns selbst, die Beziehung zu anderen Menschen, die Beziehung zu unserer Umwelt, sondern eben auch um die Beziehung zu unserem höheren Selbst, also zu unserer Seele geht. Das Interessante ist, dass der Himmelskörper, der die Seele direkt verkörpert, sprich Psyche, denn Psyche heißt ja Seele, also Atem, der Odem, also der Lebensatem, ja. Psyche befindet sich hier ganz direkt in Konjunktion zur Sonne, im Widder, in Opposition zum Mond in der Waage. Also Psyche, die Seele, ist hier ganz direkt beteiligt an diesem Vollmond. Und ich persönlich sehe es so, dass diese Corona-Krise uns halt auf tiefster Ebene verdeutlichen möchte, wie weit wir uns von uns selbst entfernt haben. Ich möchte nicht sagen, dass das bei jedem von uns der Fall ist oder viele von uns haben sich vielleicht zeitweilig sehr von sich selbst entfernt, aber haben dann sehr viel innere Arbeit geleistet und sind dementsprechend sich selbst wieder nahe gekommen. Aber objektiv betrachtet, also wenn man die Menschheit als solches wirklich mal aus einem höheren Blickwinkel, also dementsprechend möglichst objektiv betrachtet, hat der Mensch sich von sich selbst entfernt, damit natürlich auch von anderen Menschen entfernt, von seiner Umwelt entfernt und natürlich auch von seiner Seele, vom göttlichen Urquell entfernt. Und von daher finde ich es äußerst tragisch, wenn der angeblich mächtigste Mann der Welt, sprich Donald Trump, und auch viele andere Menschen, das sind nicht nur Menschen in Machtposition, auch Menschen, die mir ganz alltäglich in alltäglichen Situationen begegnen, halt momentan nichts anderes im Sinn haben, als dass es so schnell wie möglich vorbei ist und als dass es so schnell wie möglich alles genauso weitergeht wie vorher, also business as usual. Und glücklicherweise sehe ich auf der anderen Seite aber auch sehr viele Menschen, auch bei meinen Klienten, mit denen ich jetzt in den vergangenen Wochen gesprochen habe, auch bei einigen, bei denen ich etwas ganz anderes vermutet hätte, sehe ich genau das Gegenteil. Nämlich, dass sie diese Corona-Krise, wie gesagt, die ich persönlich als eine weltweite Beziehungskrise ansehe, halt wirklich auch nutzen, um mehr nach innen zu gehen, um sich wirklich
mit sich selbst auseinanderzusetzen und auch mit der Welt auseinanderzusetzen, sich mit ihrem Leben auseinanderzusetzen und sich zu fragen, inwieweit der bisherige Weg, auf dem sie sich befunden haben oder auf dem wir uns auf kollektiver Ebene bisher befunden haben, denn wirklich Befriedigung bringt oder uns wirklich Erfüllung bringt und erst recht, ob das denn ein gesunder Weg ist. Und da muss man kein Astrologe sein, um zu sehen, dass das natürlich kein gesunder Weg ist. Und ich persönlich hoffe, dass diese weltweite Krisensituation nun möglichst viele Menschen, es wäre höchstwahrscheinlich vermessen zu erwarten, alle Menschen, aber möglichst viele Menschen halt, ja, ihnen ermöglicht, die Augen zu öffnen und sich halt wirklich damit auseinanderzusetzen, wo wir auf einer persönlichen Ebene und auch kollektiv gesehen als Menschheit hinwollen, ja, und ob wir es denn tatsächlich verantworten können, dass wir das einzige Lebewesen sind, der Mensch, der sich als die Krone der Schöpfung, Corona der Schöpfung bezeichnet, dass ausgerechnet die Krone der Schöpfung das einzige Lebewesen ist, das seinen eigenen Lebensraum zerstört und halt auch den Lebensraum seiner Nachkommen. Und wir werden natürlich nicht innerhalb von wenigen Monaten die ganze Welt umkrempeln, obwohl es ja fantastisch und faszinierend ist zu sehen, wie ein solcher Virus halt in wenigen Wochen oder sogar in wenigen Tagen die ganze Welt umkrempeln kann. Und wenn die ganze Welt auf eine für viele Menschen negative Art so schnell umgekrempelt werden kann, dann kann die ganze Welt auch auf eine positive Art ziemlich schnell umgekrempelt werden, ja. Und ich denke, wie gesagt, nicht, dass die Probleme, Corona ist ja letztlich ein Symptom von dem, was hier wirklich als Problem für die Menschheit nun zu bearbeiten ist, sprich die Klimakrise, ja, und auch die Klimakrise ist natürlich in Anführungszeichen nur ein Symptom für das, was das eigentliche Problem ist, sprich mangelnder Selbstwert, mangelnde Selbstliebe, mangelnde Selbstachtung und all das äußert sich halt darin, dass wir uns immer und immer im Außen orientieren, dass wir versuchen, im Außen die Liebe, die Wertschätzung, die Anerkennung zu bekommen, die uns halt im Inneren fehlt, dass wir übermäßig konsumieren und dergleichen. Und bitte nicht falsch verstehen. Luxus ist eine tolle Angelegenheit. Und wenn wir uns die Natur anschauen, die Natur bietet so viel Üppigkeit, so viel Reichtum, so viel Fruchtbarkeit. Aber mir geht es halt um den übertriebenen Konsum und um diese auch rücksichtslose Gier. Wie gesagt, ich möchte nicht sagen, dass jeder Mensch so ist und ich sehe natürlich weltweit, wie viele Menschen sich auch in eine positive Richtung bewegen, aber objektiv betrachtet, die Menschheit als solches ist nun mal ein Lebewesen, das ausgesprochen konsumorientiert ist und das halt im Gegensatz zu jedem anderen Säugetier, der Mensch ist ja auch ein Säugetier, was allzu oft vergessen wird, halt mehr haben will, als er braucht, ja. Und auch das kann ja okay sein, man muss ja noch nicht absolut minimalistisch leben und völlig spartanisch sein Leben gestalten, aber man kann doch in vielen Dingen zurückstecken und wie gesagt, viel mehr sich darum kümmern, was denn die Ursachen von einer übermäßigen Außenverschmutzung
Fokussierung sind, was denn die Ursachen von einem übermäßigen Konsum sind, was denn die Ursachen von Abhängigkeiten in Beziehungen sind, von Obsessionen in Beziehungen sind und dergleichen, ja. Und ich denke, wie gesagt, nicht, dass wir das alles nun in wenigen Wochen bearbeiten werden, aber dieser Vollmond in der Waage möchte uns nun wirklich ganz grundsätzliche Themen verdeutlichen und uns halt auch wirklich damit in Berührung bringen, was wir persönlich dazu beitragen können, etwas mehr Gleichgewicht, worum es in der Waage natürlich geht, in diese Welt zu bringen, etwas mehr Gerechtigkeit in diese Welt zu bringen. Liebe Leute, wie immer könnt ihr euch sehr gerne persönlich von mir beraten lassen. Ich führe Sitzungen via Skype oder auch telefonische Sitzungen durch. Ich erstelle Aufnahmen zu Geburtshoroskopen, zu Kinderhoroskopen, zu Partnerschaftshoroskopen, zu eurer persönlichen Zeitqualität, also eine Prognose. Ich arbeite auch intensiv mit dem Tarot und mit der Numerologie. Ihr könnt gerne auf meine Website gehen und euch dort über meine Arbeit informieren. Ihr könnt auch gerne auf meinem Blog vorbeischauen, auf dem ich auch einen sehr ausführlichen Artikel zum Vollmond in der Waage gepostet habe. In diesem Artikel beschreibe ich nochmal viele Aspekte dieser Zeitqualität, die ich jetzt hier in diesem Video nicht angesprochen habe, weil ich die astrologischen Videos dann doch kompakter und kürzer halten möchte als meine Texte, die ja oft sehr lang sind. Wie immer freue ich mich natürlich auch über eure Spenden für meinen YouTube-Kanal und bedanke mich ganz herzlich bei denjenigen von euch, die gespendet haben. Uns allen wünsche ich einen erfolgreichen und vor allem heilsamen Vollmond in der Waage. Bis bald. Ciao. Thank you.